Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gears 5. Essenbart ist ihr Onkel gestorben und ich habe keine Ahnung, was mit ihr passiert ist, aber irgendwas Komisches geht auf jeden Fall vor bei ihr. So, und wir brauchen jetzt Licht, sonst kommen wir nicht weiter. Wo ist der Schalter? Schon nicht da. Nun? Es sind viele Sachen, die man nicht haben will, gerade. Schalter ist? Ja, ich schau ja grad. Wie sehr ist das Wüste? Wo ist der Scheiß? Also da. Kann ich ficken. Ich wusste, dass du das gehört. Kannst du das fahren? Mehr oder weniger. Alles klar. Marcus hat Jack gerade die Koordinaten einer Anlage im Norden übermittelt. New Hope. New Hope? Klingt nett. Okay. Wir sollten los. Es ist ein weiter Weg. Na gut. Ey, ich mach mir auf, wird da nicht hergehen. Ja, ich würde gern fahren. Achso. Hey, da. Hey, was? Danke fürs Kommen. Kein Ding. Cool. War ich schon? Dell, das dauert schon ewig. Sag mir, dass wir bald da sind. Laut Marcus' Koordinaten liegt New Hope in einem Tal vor uns. Wir sind bald da. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ich muss ihn steuern. Eieieiei, das wird lustig. Du hast schon länger nichts gesagt. Wie geht's dir? Also, die gute Nachricht ist, langsam habe ich die Sache hier raus. Was eine ganz nette Ablenkung ist. Hör mal, ich komm klar. Ist nur schwer zu verkraften, dass Onkel weg ist. Ja, ist es. Ah, ja, ja. Danke übrigens, dass du gefragt hast, wie es mir geht. Danke fürs Fahren. Ups. Ist das echt so anstrengend? Auf jeden Fall. Naja, schon. Hey, tut mir leid, wie JD dich vor einem Dorf behandelt hat. Er ist einfach... So, du bist wirklich der Letzte, der sich für ihn entschuldigen muss. Jo, stopp, stopp! Vor uns ist ein Tor! Und für mich sieht dieser Wall auch ziemlich neu aus. Definitiv die neue Chor. Na schön, gehen okay. Wir drumherum und versuchen es zu öffnen. Schon klar. JD hat dir was verheimlicht. Aber was ist bei mir anders? Du hast uns dein Geheimnis erzählt, er nicht. Ja. Stimmt. Was für ein Geheimnis hat er? Hey, da draußen. Ist das New Hope? Nein,
Marcus' Koordinaten liegen im Nordosten. Scheint nicht mehr weit zu sein. Wir müssen nur das Gift freikriegen. Weißt du, was mich am meisten ankotzt? Wie JD mit Farce auf Kumpel macht. Was ist denn das passiert? Jin hat sie monatelang zusammen auf Mission geschickt. Was hast du erwartet? Jack, mach die Tür auf. Keine Ahnung, ob ich da richtig bin. Sieh mal, Jack hat eine Karte der Gegend gefunden. Karte welcher Gegend? Okay, los geht's. Kommen wir nun zum Tor. Ist nur ein einfaches Magnetschloss. Jack kriegt das auf. Hallo? Die Ort abgeschlossen. Ich verstehe noch gar nicht. Ah, das war überraschend einfach. Gut, wir sind hier fertig. Kehren wir zurück zum Skiff. Hey, wir sollten auf dem Skiff ein paar Waffen verstauen. Du weißt schon. Für den Notfall. Okay. Auf. Kinder, hört ihr mich? Marcus, zurück in New Athera? Gerade gelandet. Seid ihr bei New Hope? Fast. Frage. Woran erkennen wir, dass wir da sind? Offiziell hat New Hope nie existiert. Es wurde getan. Achtet also auf Gleise und folgt ihnen. Gleise, geht klar. In die Richtung. Kate, entgleist der Zug! Die Gleise folgen. Hier ist es. Bist du sicher? Ich meine, ja. Sollte direkt in dem Wald sein. Wartet. Es ist ein Non-Con-Lager. So weit im Norden? Meinst du, sie sind aus Oscarsdorf? Vielleicht. Wo sie wohl hin sind? Ich hab keine Ahnung. Ich hab immer nie gedacht, dass das auf einmal so open-world-mäßig wird, oder? Da, hier unten. Marcus, hier ist keine Einrichtung. Hier ist nur ein alter Wald. Glaubt mir, sie ist da. Weiß Jin von diesem Ort? Alle Ministerpräsidenten wussten es und haben dasselbe getan. Wachen aufgestellt und es geheim gehalten. Geheimnisse, was? Die scheint ja heutzutage jeder zu haben. Gebt mir Bescheid, wenn ihr euch nähert. Zentrale Ende. Ja. Ich komme sicher auch bei viel hier. Ja, der Sturm kommt immer näher. Oh, großartig. Sieh an, noch ein Chorsiegel. Wir sind am richtigen Ort. Hier lang. Du bist allein. Nicht allein, losgezogen. Wir sind dir noch egal. Wer kann dir noch trauen? Suchen wir einen Weg hier raus. Okay.
Der Kapsel. Nun Kons Chor, Schwarm. Wir waren als Einzige noch nicht hier. So wie immer. Da vorne ist irgendwas. Sehen wir es uns an? Der Tod. Danke. Tja, da wären wir. Aber der Eingang ist blockiert. Suchen wir einen anderen Weg. Hier lang! Da steht noch jemand. Cool. Blockier ihn! Wir melden uns, wenn wir es finden. Die Frage ist, welche. Da? Del, ich habe einen Weg gefunden. Ich habe den Weg eher geraten. Hörst du das? Ja, wir sind hier nicht allein. Keine Sorge. Das wird schon. Nehme ich an. Marcus, wir haben deinen Flur gefunden. Und deine runde Tür. Sie wurde wohl aufgesprengt. Oh ja, stimmt. Das war sogar ich. Hab ich ganz vergessen. Und was jetzt? Da sind wir. Einen anderen Weg rein. Das Labor ist voller Stasis-Tanks. Daran könnt ihr es erkennen. Stasis-Tanks. Verstanden. Oh, ich weiß, wo wir sind. Das war ja Gears 1. Halt. Was ist das? Wir haben womöglich ein Problem. Ja, das haben wir definitiv. Aufseher! Eigentlich. Au. Erledigt. Was macht der verdammte Aufseher hier? Ein Aufseher bedeutet, dass die das hier in einen Schwarmstock verwandeln wollen. Scheiße. Finden wir, was wir suchen, und verschwinden dann.
Ich weiß, in welche Richtung ich muss. Das ist da links. Munition. Na gut. Ich hab keine Ahnung. Ich hab hier was. Hilf mir beim Heben. Dadurch, Kleiner. Du auch. Eieieiei. Das sind definitiv keine Stasi-Tanks. Aber was zur Hölle dann? Nichts Gutes, das ist klar. Wie viele Dibis hat Jin hier überhaupt stationiert? Unter was? Ich glaube, das lasse ich vermeiden. Ich hab das machen müssen, weil sonst... Vielleicht kämpfen oder sind wir in welche Richtung? Nee, ich bin okay. Ja, geh weg. Okay, die Luft ist rein. Aber Vorsicht, hier sind noch mehr Gaslecks. Fast so, als wolle uns jemand aufhalten. Gibt's da keinen mehr, der was uns... Also, ich kriege da genau. Okay, geh zur anderen Seite.
wo das Vieh hin ist. Weg. Ich würde jetzt echt gern dieses Labor finden. Ja, tun wir das. Es war weder Labor noch Stasetanks, aber das ist eine Art Gefängniszelle. Gefängnis? Dann siehst du Sachen, die ich nie gesehen habe. Ich habe nur gehört, Niles Sampson, der leitende Forscher dort, hätte an Kindern von Emulsionsopfern herumexperimentiert. Er hat Kinder eingesperrt und an ihnen herumexperimentiert? Ich hatte euch ja davor gewarnt. Du kannst ihn selber fragen. Lebt noch? Wie kann er noch leben? Sich als KI-Konstrukt verewigt. Such das Labor und Niles. Okay, dann würde ich sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis bald und ciao.